Inter. Die Spielvereinigung setzt Mut und Konterstärke dagegen. Köpke auf Lukas Hufnagel, der wird gelegt im Strafraum. Elfmeter unter Haching. Der Präsident hofft und Dortmunds Keeper Alomerovic sieht rot. Sein Ersatz heißt Hendrik Bohnmann. Der Präsident sucht den Segen von oben und Schromm kann nicht hinschauen auf das Nervenduell. Pascal Köpke gegen Bohnmann. Unfassbar. Chance vertan. Der Präsident mit dem kurzen Blick auf die Uhr. Währenddessen läuft schon der direkte Gegenangriff und der zeigt die ganze Verrücktheit des Fußballs. Dortmunds Hader markiert in Unterzahl den Siegtreffer. Totales Freudenchaos hier, pure Wut da. Nur 20 Sekunden nach dem vergebenen Strafstoß kassiert Unterhaching das 0:1. Manni Schwabel niedergeschlagen.